Hier möchte ich kurz zeigen, wie wenig Respekt manche Apologeten haben, wenn es um angepasstes Verhalten, Höflichkeit und Benehmen geht. Es ist nicht, es ist manchmal nicht spät, wenn ihr wirklich damit ehrlich euch beschäftigt. In Open Doors gab eine Geschichte, die mich sehr tagelang mich inspiriert hat. 10 Islamisten haben... Omar, bitte nicht... Nee, warte. Omar. Ja, ist gut, weil du gehst jetzt wirklich in den Predigt. Nee, Omar, ganz kurz, pass auf, du kannst gleich hinreden, aber sei wirklich ehrlich, das ist nur noch Predigen, das ist kein Schlussding. Ja, das ist am Ende jetzt nur noch... Hast du nicht das Gefühl, dass du im Internet genug Möglichkeiten zu predigen hast. Ja, aber Omar, da nutzt du jetzt aber hier was aus, was ist nicht in Ordnung. Nein, lass das mal. Also ich würde gerne nur das bis Ende erzählen. Jeder darf auch... Nein, Omar, bitte rede nicht zu Ende. Wir haben dir ganz klipp und klar gesagt, du möchtest bitte nicht predigen. Warum bestehst du darauf? Okay, gut, dann erzähle ich nicht. Dann vielen Dank. Dann würde ich sagen, hier wird man nicht... Also ich darf erzählen, was ich will, wenn ich hier komme. Ich darf doch meine Meinung sagen. Nein, du sollst ja, du deine Meinung sagen. Du sollst dich bitte schon an den Moderator halten. Also, ja, absolut. Das ist okay. Ich habe nicht gepredigt, ich habe eine Geschichte erzählt. Doch, das war gepredigt. Omar, wir haben nächste Woche offenes Thema. Da kannst du herkommen und predigen, so viel wie du willst. Da kann ich dich dir auseinandernehmen. Aber nicht heute und nicht hier, wo wir ein festes Thema haben. Und bist du bereit für die Wahrheit, alle Konsequenzen? Ja, natürlich. Omar, ist jetzt gut. Jetzt hört mal auf damit, Mensch. Immer dieses persönlich und beleidigt sein. Ich habe dich persönlich beleidigt. Keiner will euch was Böses. Warum habt ihr ein Problem, wenn man von Gott und die Wahrheit... Omar, nun gib doch mal Ruhe. Haben wir nicht, Omar. Wir sind ganz im Gegenteil hier, um dich zu fragen nach guten Argumenten für Gott. Aber das war kein Argument für Gott, sondern das war herumgepredigt. Das war Geschichte, das habe ich nicht gesagt, dass es ein Argument ist. Das war Abschlusswörter. Ja, das war Abschlusspredigt. Und der Moderator hat sich gebeten, nicht zu predigen. Okay, gut, dann kein Problem. Okay, gut, dann... Danke. Ja. Meine Moral würde mir verbieten, bei einem Besuch bei Menschen, von denen ich weiß, dass sie eine andere Meinung haben, meine eigene Sichtweise denen aufzudrängen, die um jeden Preis anzubringen, wo es ja mehr als deutlich wird, dass dies nicht gewünscht wird. Aber das ist ja nur die Moral eines Menschen ohne Götterglauben. Viele Menschen mit Götterglauben scheinen dagegen immun zu sein. Andere wiederum nicht, was hier im Clip ja sehr deutlich wird und was für mich sehr erfrischend ist. Dass Omar aber dann noch uns beschuldigt, wir würden ihn einschränken, das ist eine Frechheit. Omar zeigt ja einen Egoismus, der schon bemerkenswert ist. Ihm ist es egal, was die Gastgeber machen, was sie als Thema haben und wie ein Dialog gestaltet werden soll. Wir wollen uns austauschen, keine Predigt. Das kann er auf Millionen verschiedener Stellen machen. Warum also unbedingt hier? Was will er denn erreichen? Was genau ist denn hier sein Ziel? Glaubt er, dass sein Verhalten etwas für das Christentum tut? Dass er so Nicht-Christen vom positiven Einfluss des Christentums überzeugen kann? Wir haben ganz klar dargestellt, warum wir die Bibel nicht überzeugend finden. Will er mir jetzt auch noch durch sein selbstsüchtiges Verhalten zeigen, dass ich alles Mögliche sein möchte, nur nicht so ein Christ?